Zwei Tage später ließ sich ein großer, starkknochiger Mann, der nach Anzug, Gestalt und Sprache zu urteilen nur ein Yankee sein konnte, bei Herrn John Woodruff melden. Im ersten Augenblick war Woodruff ganz verblüfft. Als der Fremde ihn jedoch in seiner näselnden Sprache also anredete: »Wahrhaftig, John, du kennst deinen eigenen Bruder Peter nicht mehr, und ich bin doch um die halbe Erde rumgefahren, weil ich dich mal wieder zu Gesicht bekommen wollte.« Da fasste er ihn bei der Hand und hieß Beck mit großer Herzlichkeit willkommen. Dieser hatte sich für seine Rolle wunderbar herausstaffiert. Peter Woodruff aus Chicago war ein hochgewachsener Mann, fast 3 Zoll größer als Herr Beck, dem er nicht im geringsten glich. Um die Augen und den Mund hatte er eine starke Familienähnlichkeit mit John Woodruff, die jedermann sogleich auffiel. Man erkannte beim ersten Blick, dass sie Brüder waren. Als die beiden Mädchen gerufen wurden, um den Onkel Peter zu begrüßen, kamen sie schnell mit ihm auf vertrauten Fuß. Er war so klug und dabei so lieb und gut. Als er von ihrem Kummer hörte, zeigte er sich tief betrübt und bahnte sich damit den Weg zu aller Herzen. Von Tag zu Tag wuchs ihre Liebe zu dem Onkel, der gegen beide Nichten die Güte selber war, doch schien Anna Coolin sein Liebling zu sein. Auf der früher so lustigen, lebensfrohen Millie Woodruff lastete der Verlust ihrer Zwillingsschwester noch zentnerschwer. Wenn sie auch von Zeit zu Zeit auf Augenblicke ihren Gram vergaß und ihre feurigen, dunklen Augen wieder wie früher aufleuchteten, wenn sie einen der komischen Späße des Onkels mit heiterem Scherzwort erwiderte oder ein lustiges Liedchen zu trällern begann, so verstummte doch der fröhliche Laut gleich wieder und der Glanz verschwand aus ihren Augen, weil die Erinnerung an ihren nie endenden Kummer von neuem erwachte. Anna war eine viel ruhigere Natur. Selbst der Schmerz konnte sie nicht aus ihrem stillen Gleichmut bringen. Sie bildeten einen merkwürdigen Gegensatz, der große, derbe, weltkluge Mann und das harmlose, kleine, unschuldige Mädchen. Aber jedenfalls fühlten sie sich sehr zueinander hingezogen.